Also, Billy. Oh. Es geht aufwärts. Sag mal, find mir richtig, was mir gut zu schicken ist. Ich finde auch, da muss man entweder richtig Bock drauf haben oder sich vielleicht was Passendes suchen. Ja. Aber egal, und von der Schärfe her entwickelt sich das gerade langsam. Man spürt schon was. Wenn es zu scharf wird, kannst du gerne hier Wasser oder Milch trinken. Ach, ich muss noch nicht. Musst du? Noch nicht, aber um dich vielleicht mehr auf den Geschmack zu bringen, wie sieht es bei dir aus? Gibt es so getränketechnisch ein Lieblingsbier? Was trinkst du so am liebsten da in die Richtung? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt hier als Werbung ausweisen muss, aber privat trinke ich ganz viel Wickhühler. Mhm. Einfach weil es günstig ist. Korrekt. Total furchtbar schmeckt, aber ein Lieblingsbier. Also wenn hier jetzt jemand reinkommen würde und sagen würde, hier, ich bringe dir ein Bier deiner Wahl, egal was, ja, dann würde ich sagen, Zwickel. Okay. Keine bestimmte Brauerei, einfach Zwickel. Nee, keine bestimmte Brauerei. Einfach Zwickel, das finde ich richtig lecker. Ah, die haben was. Ja. Hab ich mal kennengelernt auf einer Dienstreise in Bayreuth. Du warst schon viel unterwegs beruflich, ne? Eben erwähntest du Amerika, Bayreuth. Ja, es war mal mehr. In letzter Zeit eigentlich überhaupt gar nicht mehr, aber innerhalb Deutschlands ein klein bisschen, da war ich ein paar Monate in Amerika. Dienstreisentechnisch bin ich eigentlich eher unauffällig, da gibt es ganz andere Kollegen bei mir. Bevor das jetzt hier bei diesem Thema zu brisant wird, lass uns das mal abkürzen. Ich habe aber noch eine andere brisante Frage an dich, und zwar geht es da um Würzmischung. Ja, also ein bisschen Würze. Jetzt brisant ist nicht im Sinne von wird zu schlüpfrig, sondern wird würzig. Du grillst viel, du benutzt Gewürzmischung, benutzt du selbstgemachte, benutzt du gekaufte. Hast du deine Lieblingsgewürzmischung? Erzähl uns mal ein bisschen darüber. Also selbstgemacht oder gekauft, also ich, genau, sowohl als auch. Ja. Aber am allerliebsten mische ich selber. Ja. So, weil das ist überhaupt nicht schwer und einfach auch am allerleckersten, finde ich. Es gibt durchaus gute Gewürzmischungen zu kaufen, ja, finde ich auch gut, habe ich auch viel zu Hause rumstehen, aber selber machen ist für mich eigentlich immer die erste Wahl. Ja, frische Gewürze, das ist ja Wahnsinn, wenn man so einen Kreuzkümmel frisch malt. Genau, deshalb auf die Frage, du hast, glaube ich, auch gefragt, Must-Have? Must-Have, genau, also ja, nicht nur unbedingt Must-Have-Gewürze, sondern gibt es auch so deine Standard-Lieblings-Gewürzmischung. Hat die einen Namen oder Standard-Lieblingsgewürzmischung? Ja, was benutzt du wirklich, wirklich gerne? An Mischungen? Texanisch, Salz, Pfeffer. Ja, also ernsthaft, hätte ich jetzt gesagt. Okay. Salz und Pfeffer ist richtig, also zählt das schon als Gewürzmischung? Ja gut, man mischt zwei Gewürze. Ja, aber okay, aber es geht in die, also beantwortet meine Frage. Das, ja. Ja, also sowas Salz und Pfeffer, das passt zu so vielen Sachen so gut. Weil man kann Fleisch auch mit Gewürzen überladen. Es bringt schon manchmal Bock. Also ich mag auch komplexe Rubs, komplexe Gewürzmischungen. Aber oft finde ich das halt auch einfach gut, wenn einfach nur der Fleischgeschmack so unterstrichen und eingehoben wird. Ja. Manchmal, ganz selten, mag ich es halt auch, wenn man wirklich einen krassen Rub da irgendwie hat. Ja, Salz, Pfeffer, ein bisschen Knoblauchgranulat dabei. Ja, und weil ich echt total drauf stehe, Kreuzkümmel dabei. Also Kreuzkümmel mache ich echt fast überall rein. Okay, cool. Ich kenne viele Leute, die Kreuzkümmel hassen, aber ich, also es ist für mich Pflicht. Ah, frisch gemahlen, richtig gut. Generell auch frisch gemahlen. Also ja, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, ja, und nicht dieser fertig gemahlen gekauft, der sofort beim Angucken schon kein Aroma mehr hat und so. Also selber mahlen, ja, auf jeden Fall Pflicht. Cool. Klingt wirklich interessant. Ich würde vorschlagen, auch selbst bemalt mit scharfer Soße, der nächste Wing. Okay. Traust du dich noch? Ich trau mich. Ja, dann guten Appetit. Komm, wir legen los. Oh, das macht schon einen guten Sprung. Oh, die schleicht sich an. Feier, feier, würde ich sagen. Oh ja. Feier, oha. Feier. Die schleicht sich an. Ich hatte auch gerade einen Krümel im Mund. Immer diese Krümel, ne? Immer diese Krümel. Puh, da merkt man schon was. Da wird dann richtig heiß. Und apropos heiß, wie machst du denn Grill heiß? Kohle, Gas, worauf grillst du am liebsten?
Ich habe zwei Grills. Mhm. Beides Kohlegrills. Okay. Hat das einen bestimmten Hintergrund? Hm. Wurde ich schon öfter mal gefragt, ganz ehrlich. Nee. Oh, weil. Zu heiß für dich? Nee, alles gut. Mir wird so warm, wenn du von Kohle redest. Ja, ne? Ja, erzähl mal weiter. Nee, also ich wurde schon ein paar Mal gefragt, ob das einen speziellen Grund hat, warum ich auf Kohle grill und nicht auf Gas. Nee, hat's nicht. Mhm. Weil Gas hat durchaus Vorteile. Mhm. Du bist halt super schnell auf Temperatur. Ja. Und das steht mit Kohle grill nichts nach. Also ich kenne auch Leute, die sagen so, das schmecke ich sofort. Ja. Weil vom Kohlegrill schmeckt das ja viel, viel besser und ich schmeck das raus. Bla 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 bla. Ja, glaube ich dir, dass du das rausschmeckst, aber nach der gegrillt hat, das überhaupt gar nicht richtig gemacht. Ja, denke ich auch. Wahrscheinlich alles mit Spirituszeug gibt oder so und das ist dann der typische Grillgeschmack. Oder einfach billige Kohle genommen, wo 10% Kohlenstoffanteil ist. Ja, genau. Ja, also von daher. Ich habe mich halt einfach für einen Kohlegrill entschieden, aus dem Bauch raus, weil ich. Ich kann Feuer machen. Nee, aber halt auch, weil am liebsten mache ich so Low-and-Slow-Geschichten. Ja. Das heißt, bei niedrigen Temperaturen. Nee, aber Low-and-Slow kannst du mit dem Gasgrill auch machen. Ja, durchaus. Musst du ganz leicht tricksen, ist aber überhaupt nicht schlimm. Mhm. Und smoken kannst du auch mit dem Gasgrill, aber ich stehe auf Feuer machen. Ich fackel gern was ab. Cool. Du stehst auf Feuer machen. Wir haben gerade von Grilltrends gesprochen. Gibt es irgendwelche Trends, die dich so gar nicht interessieren? Die mich gar nicht interessieren. Ja? Ja. Erzähl. Die gibt's. Wo fange ich am besten an? Was? Ja? Was dir gerade durch den Kopf schießt. Nee, überleg mal frei raus. Was sich jetzt für 2020 abzuzeichnen scheint, sind Pelletgrills als Trend. Ja. Ich finde Pelletgrills überhaupt nicht neu. Nö. Die gibt's schon sehr, sehr lang. Aber irgendwie schießen die jetzt aus dem Boden. Ja. Und das interessiert mich nicht im Umgang, weil das finde ich super langweilig. Also ich befülle den mit Pellets, schalte den an, stelle die Temperatur ein und irgendwann komme ich wieder. Kann man auch mit dem Handy ein Videospiel spielen. Ja, so ungefähr. Also ist ja schön, wenn Leute das mögen und so, also mich interessiert es nicht die Bohne. Ja. Was mich auch nicht interessiert ist, ist das noch Trend? Ach, weiß ich nicht, aber so Vietgar. Mhm. Interessiert mich nicht die Bohne. Also. Wie kommt? Ich weiß nicht, ich bin. Warum? Also mein Fleisch erstmal lange in einem Plastikbeutel bis zu knapp unter der Kerntemperatur, die ich haben will, zu garen und dann ganz kurz auf den Grill zu legen. Nee, das finde ich so langweilig. Also. Ich hatte auch schon so ein Gespräch mit einem anderen YouTube-Griller und der meinte dann so, ja, kann ich nachvollziehen, aber stell dir mal vor. Du hast ein richtig teures Stück Fleisch. Hast Angst, das so auf dem Grill zu versauen. Warum? Warum soll ich da Angst haben? Ja, weiß ich nicht. Also es gibt ja Leute, die da irgendwie unsicher sind. Okay. So, und da dann zu sagen, okay, ich gare das bis 50 Grad und schmeiß das ganz kurz auf den Grill und hab das ganz sicher dann nachher bei 53 oder sowas. Kann ich schon nachvollziehen, ist aber trotzdem nichts für mich. Ja. Ich kenne Leute, die stehen drauf. Mhm. Alles gut? Du nicht. Ich nicht. Alles klar. Genauso wie der Trend Feuerplatte. Mhm. Weil das interessiert. Wahrscheinlich hagelt das jetzt für diese Video Daumen runter und so weiter, aber es interessiert mich einfach nicht die Bühne. Wir haben schon Leute gesagt, dass es super gesellig ist. Glaube ich gerne. Mhm. Also diese riesige Platte mit einem Meter Durchmesser, vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Mhm. Und jeder kann da drum stehen und rumgrillen und so weiter. Na klar ist das gesellig. Ja. Aber es interessiert mich nicht die Bohne. Vor allem, wo soll ich die lagern? Mein Schuppen ist jetzt schon voll. Hoffentlich eine Grillkohle, aber da passt so eine Platte nicht mehr hin. Alles klar. Die ist schwer, die muss ich dann hin und her tragen. Und ich bin faul und überhaupt. Ach. Ja, alles klar. Du musst ja auch nicht jeden Trend mitmachen. Nee. Was mich aber freuen würde, wenn du es noch mitmachst, sind hier unsere nächsten vier Wings. Ja. Also, wenn du Bock hast, steigen wir. Vier sind es noch. Vier sind es noch. Oder haben wir schon längst Halbzeit? Oh. Wir haben schon längst Halbzeit, aber der Weg geht jetzt steiler nach oben. Okay. Mach dich auf die nächsten vier gefasst. Sammel nochmal Mut. Genau. Na dann, auf geht's. Okay. Finde ich das lecker oder nicht? Das ist halt unschlüssig. Ja, das weiß ich nicht. Also. Im ersten Eindruck ganz gut. Schmeckt so ein bisschen Sesam, kann das sein? Ist das die? Ja. Aka Miso. Mhm.
Ghost Reaper. Mhm. Oh, jetzt kommt die Ghost Reaper. Naja, bei mir ist die noch nicht angekommen. Ja. Ja, doch, eigentlich. Also, es ist was anderes. Ich mag eher fruchtige Sachen. Mhm. Das ist die jetzt nicht. Aber ich finde es ganz nett. Aber die kommt auch. Die steigt. Mhm. Du magst gerne fruchtige Sachen? Ja. Ich würde dir jetzt gerne drei Dinge nennen, von denen du mal eins nennen musst, was du überhaupt nicht magst. Oder was für dich einfach kategorisch ausgeschlossen wird. Mhm. Also du nennst mir drei? Ich nenne dir drei Sachen und einer muss weg. Du schmeißt einen davon raus und vielleicht magst du uns dann sogar noch erzählen, wieso. Okay. Zwiebeln? Zwiebeln weg. Knoblauch? Koriander. Schon gesagt, Zwiebeln raus. Alles klar. Erzähl. Das ging schnell. Ja. Zwiebeln, ja. Die steigt. Ich mag Zwiebeln nicht so. Das heißt nicht, dass ich keine Zwiebeln esse. Also, ich packe Zwiebeln auf meinen Burger. Ja. Ich packe sie in Chili, ins Gulasch und so weiter. Aber wenn dieser Zwiebelgeschmack so richtig, richtig stark ist, dann rebelliert mein Magen. Also dann kann das durchaus vorkommen, dass ich zum Klo renne und mich darüber hänge. Weil ich weiß nicht, ob das wirklich eine allergische Reaktion ist, glaube ich nicht. Aber das ist einfach, das löst, also es ist so eine Art, wie man, Zwiebeln sind so ein bisschen mein Kryptonit. Okay. Also wie gesagt, auf den Burger gerne und so, aber es gibt ja die Leute, die übertreiben jetzt wieder, ne, so wie es meine Art ist. Die nehmen eine große Gemüsezwiebel, halbieren die einmal und packen die auf den Burger, beißen rein und freuen sich des Lebens. Ich sehe das und hänge schon mit dem Kopf über dem Klo. Also finde ich ganz interessant, weil Zwiebel ist ja, wie du gerade auch erwähnt hast, als Gemüse, als Gewürz aber auch und auch wirklich in vielen Soßen ja so eine Grundzutat. Mhm. Finde ich spannend, dass du das überhaupt nicht magst. Es kommt auch, oh, ich habe mir... Ein Krümel? Nee, ich habe mir über die Lippen geleckt. Ja. Hm. Milch? Willst du? Muss nicht. Also, ja, es ist ja nicht so, dass ich Zwiebeln überhaupt nicht mag. Aber wie gesagt, wenn dieser Solo-Zwiebelgeschmack, nenne ich es mal, so stark ist oder die Stücke so groß sind, dass man darauf rumknuspert und dann dieser Zwiebelgeschmack dann noch so in den... Also... Okay. Also fällt mir gerade spontan so eine nächste Challenge ein, wenn ich dich nochmal einlade. Dann habe ich als Elftes eine französische Zwiebelsuppe stehen. Ja, kannst du schon mal den RTW draußen anfordern? Nee, geht gar nicht. Dann bist du raus. Da bin ich sofort raus. Geht ja nicht. Also da kannst du mich ins Krankenhaus fahren. Okay. Also französische Zwiebelsuppe. Dann bist du weg. Hallo, ich habe Kryptonit gesagt. Ja. Gut, also es geht ja auch so ein bisschen darum, hier heute bei dieser Show Grenzerfahrung zu machen. Ja. Eine französische Zwiebelsuppe wäre für mich keine Grenzerfahrung, sondern Nahtod. Ja, alles klar. Ich bin mal gespannt, wie nah wir dem Tod heute noch kommen. Drei haben wir noch. Wow. Einer muss weg.